Die Pflege ist in der Tat die soziale Frage unserer Zeit. Und deswegen ist eine Ankündigung drohender Finanzkollaps der Pflegeversicherung natürlich alarmierend. Und es ist auch richtig, dass wir darüber diskutieren. Aber über den akuten Grund der aktuellen finanziellen Schieflage der Pflegeversicherung wurde hier sehr wenig gesagt. Es ist nach wie vor so, dass während der Corona-Zeit versicherungsfremd 6 Milliarden Euro aus den Pflegekassen entnommen wurden, damals zum Teil auch noch unter dem Vorgänger von der CDU/CSU, und dass sie nicht zurückgezahlt wurden vom Bundeshaushalt zu den Pflegeversicherungen. Das ist bei euch im Koalitionsvertrag steht es drin, aber ihr macht es nicht, Herr Lauterbach. Sie sollten dieses Geld zurückzahlen an die Pflegeversicherungen. Damit wäre zumindest die akute Situation etwas entlastet. Natürlich ist das keine langfristige Lösung. Stattdessen sollen jetzt in naher Zukunft die Leistungen und die Abgaben für die soziale Pflege erhöht werden, und zwar nach den Zahlen, die jetzt öffentlich bekannt sind, würde das für jeden durchschnittlichen Verdiener in Deutschland 95 Euro pro Monat, das heißt über 1.000 Euro im Jahr, bedeuten. Das heißt, anstatt das, was eigentlich notwendig ist, das vom Bundeshaushalt zu begleiten, wird in die Taschen der Versicherten und der Steuerzahler bzw. der Pflegeversicherungszahler gegriffen. Wir halten das für falsch. Es gibt eine Studie von Professor Dagmar Felix der Uni Hamburg, die sich genau damit auseinandersetzt, die so davon ausgeht, dass dieser Eingriff, dieser Missbrauch der Pflegegelder verfassungswidrig ist, wo eine Klage angedeutet wird. Kommen Sie bitte zum Schluss. Es wäre besser, dieser Klage zu entgehen und diese 6 Milliarden zu zahlen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.